Leute, what's up? Mundbun hier. Herzlich willkommen zurück zu Fuchs, Rieke, Ben, Knödel, Buhn. Hab ich jemanden vergessen? Fuchs, Rieke, Knödel, Ben, Buhn, Level Classic. Toll, jetzt gibt's hey YouTube. Buff. Hallo YouTube. Hallo YouTube. Hallo Chat. Hallo Chat. Ja, stimmt, Chat ist auch dabei. Chat, sag mal alle Hallo YouTube. Komm. Ja. Ja, wir haben jetzt alles dabei, ne? In Chat und YouTube. Wir haben alles, wir haben Full House jetzt. Die Community. Ich mach den Caster. Du bist der Caster, Muni. Ich bin kein Caster, ich bin Rogue. Naja, aber du castest ja jetzt hier was. Weißt du? Verstehst du, was ich meine? Ne? Nee. Herzlich willkommen auf jeden Fall hier zum interaktiven Podcast. Ihr wisst nicht, ja, ja, wie es abläuft. Wie leise Rico und Ben gleich sind, sobald sie live auf Aufnahme sind, ist dir aufgefallen. Die ganze Zeit haben sie geredet. Muss ich konzentrieren, hier aufs Denken. Ich bin eben nervös. Und sind wir jetzt in 4-Stunden-Episode. Ach, alles das gut. Das wird sowieso. Das meinst du, bis alle den Trollschweiß haben, Alter. Dann müssen wir 10 Runden drehen. Oh, der Trollschweiß. Oh, ich kick die Heilung. Oh. Hat nicht geklappt. Totem machen wir. Ein Lavaschwall-Totem, oh, stell dir mal das vor. Totem? Ich sehe gar kein Totem. Alter. Das macht nichts. Nee. Oh, please, kann jemand anders Totems machen, weil meine Kombo-Punkte verschwinden. Ja. Ja. Ich bin der Totem-Mann. Okay. Der rennt weg, der rennt weg. Ach Gott, ist das schön. Willst du erzählen, was wir hier machen, Muni? Oder willst du es nicht sagen? Wir laufen zu Farag mit allen Quests. Und wie ihr seht, haben alle Leute alle Quests. Außer Knödel, weil der carried uns als Heiler. Ja. Knödel hat das alles schon mal durch. Aber sonst, Rieke, Ben, Fuchsi und ich, wir sind ja auch alle in derselben Gilde, ne? Von Knopfhoff und von Stefan, seinem Bruder. Mhm. Und wir sind alle in derselben Gilde und wir leveln hier und wir machen zusammen zu Farag. Ist voll schön, gell? Hi, Pass. Hi, Pass. Hi, Pass. Guck mal bitte den hier mal. Oh ja, Totenkopf. Der ist nervig. Der Totenkopf markiert das Ziel. Oh, Totenkopf, okay. Hallo, Beda. Wait, warst du nicht schon da? Ah, ne, es war gestern Abend, gell? Bin schon wieder ganz verwirrt. Das macht nichts. Das macht nichts, Hanoi. Das macht in keinster Weise was. Ein Peter Dark Rieke. Ah, ist das schön. Jo. Endlich mal wieder an einem Sonntag mit der Community. Mit der Community, mit Freunden. Langjährigen Freunden, Lebensbegleitern. Ja, jetzt wird reinhalten. Doch, das ist wirklich so. Ich hab das letztes in dem Radiointerview, ich habe nur von euch geschwärmt. Das war wirklich so. Ach ja, hast du unsere Kanäle angegeben und so? Nein, das habe ich nicht. Warum nicht? Wow, warum denn nicht? Weil es da ja kein Ding dazu gibt. Wie soll ich sagen? Nichts, wo man draufklicken kann oder so. Das ist ja, Shoutouten einfach, so wie früher auch. Aber das machen die Leute im Radio doch auch aktuell so. Ich kann gerne mal anrufen. Ja, ruf mal bitte an, dass die dann mit dem Tweet Die sollen das auf der Website, die machen bestimmt auch Artikel, weißt du? Macht doch jedes Radio auch heutzutage. Sondern auf der Website sollen jetzt alle verlinken. Ja, mit Bild aber. Ja. Mach ich. Auf jeden Fall habe ich davon euch geschwärmt. Das ist schön. Danke, Fuchs. Das kann schon sein, Renno, ja. Ich weiß auch nicht, ob du das schon direkt kannst. Oder erst ab Affiliate oder so. Ich weiß nicht, wie das heutzutage das ist. Die Fuchs sentimental wird. Ja. Der Fuchsi macht das Ganze wieder Hogwarts. Ja, so ist es auch. Aber das ist wirklich so. Da kam nämlich so, so die Frage, wie sich halt eben der so weit. Wir haben, dann hieß es, ja, vor 8 Jahren begann ihre Karriere auf dem YouTube-Kanal. Und dachte, was? Nein. Auf jeden Fall habe ich halt eben gesagt, dass es halt einfach nicht so einfach ist, weil halt eben mit dem Ranking-System, aber wenn man halt eben Freunde hat, die man halt eben dadurch damals kennengelernt hat und das halt mittlerweile halt im A beruflich machen oder hobbymäßig oder so semi-hobbymäßig oder wie auch immer, dann supportet man sich halt einfach gegenseitig. Und dann entsteht halt aus dem noch viel, viel mehr. Das ist halt schon alles sehr, sehr, sehr schön ausgedrückt.
Das hast du süß gesagt, Fuxi. Ja, weil das aber wirklich so ist. Ich war ja ein Fan bei Mooney. Ne? Was hast du denn Bar? Was hat denn Bar? Ja. Ja. Und jetzt bin ich wie so ein Blutegel und hänge an ihm dran, ne? Nee, das sehe ich nicht so, Fuxi. Okay. Ich aber schon. Blutegel. Ja, so wie so ein dicker Stein, weißt du, so an der Kette am Bein. Fuxi. Boah, das ist ja noch viel schlimmer. So ein ultraschwerer Kopf, an dem man sich rumschleppen muss. Ja. Betonfesseln, die nach unten ziehen auf dem Meeresgrund. Nee, weißt du, du siehst das, glaube ich, echt falsch. Du musst es ja sehen, dass ich habe ja so viel von dir auch profitiert, weißt du? Wir sind ja zusammen, haben wir das ja gemacht. Die ganzen Arena-Epis und so. Dadurch bin ich ja gewachsen. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht so gewachsen. Weißt ja, aber du? Da warst du ja schon dabei. Meint ihr, ich wachse auch noch? Also im Real Life nicht. Ich meine körperlich. Mit Sicherheit. Ich habe gehört, der James, der kann ja ein paar gute Tipps geben beim Mountainbike. Das war ein Scherz. Jetzt wächst Muni nur noch in die Breite. Wow. Wow, wird das geschrieben? Deri. Wow. Deri. Ja. Merke ich mir. Kommt auf die Liste. Ja. Nee, Deri. Das Leveln zieht sich, ja. Ich finde, man muss halt mal echt Pause machen. Sonst kriegt man so einen Level-Burnout, gell? Ja, definitiv. Was, Jasmin-Tief? Genitiv. Ich träume ja immer noch davon, dass wir mal zu viert eine Kochshow machen. Geil, Alter. Zwei versus zwei. Das wird auch für meinen Traum bleiben, Rico. Das ist wirklich. Könnt ihr ja vorbeikommen. Das machen wir eben, das machen wir beim Fuxi, der hat doch Studio. Ja, eben. Kann sagen. Ja. Ja, aber wir müssen zwei versus zwei machen, wisst ihr? Ah, ja. Duell. Ich mach mit Fuxi, der kann kochen. Ich mach mit Ike. Ich kann auch kochen. Ja. Ben, das können wir gerne machen, ne? Dass wir zusammen kochen. Das wird lustig. Vor allem können Rico und ich bestimmt besser den Teller anrichten als Fuxi und Ben. Oh, ja. Also wenn... Obwohl Fuxi macht das schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also das eine Brett letztens, da war ich echt sehr, sehr stolz auf mich. Oh, das sah obergeil aus, mit den Radieschen und Rettich und was da alles drauf war. Ja. No. Ich find's übrigens geil, Fuxi, wie du zu jedem Gemüse sagst du immer Sellerie. Ah, nee, Kohlrabi sagst du immer. Ja, genau. Ja. Immer ist alles Kohlrabi. Tut mir leid. Knödel hat kein Mana mehr. Ich glaube, wir müssen danach mal kurz warten. Kochen ohne Nicer Dicer. Aber dann bist du kein Küchenmeister. Ja, so Testessen, das wäre schon cool, ne? Nein! Oh oh. Hä, wo rennt der hin? Achso. Ich hab keine Ahnung, nach Nahkampf. Wir haben noch was gepult. Oh nö! Oh, jetzt hat er ihn geheilt. Okay, der ist wieder da. Ich geh mal auf den Schattenzauberer. Ja, ich auch. Ich gehe auf den Caster. Oh, ich muss aber Totem machen. Ja, tot. Totem beauftragt. Ich bin tot. Okay, wir wipen. Abort-Mission. Schlecht. Okay. Boah, wie hell das immer ist, wenn du diesen Geist freilässt. Der Mumbus. Ah. Was sowas wäre auch cool, Sascha. Aber das sind genauso Sachen, auf sowas hätte ja die neue Elite-Buhne. Lulu, Hype, wupp. Alle GZ-Pedali. Oh, shit! Oh, das war knapp. Ist gut, Peter. Danke für den Resub, Deri. Der Ein-Jahres-Resub. Jetzt will er es wieder gut machen, was er gerade gesagt hat. Glück. Jetzt will er es wieder gut machen. Und subbt ein Jahr lang rein. Danke, Deri.
Machen wir mal einen Soundeffekt für. Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Sehr geil, Peter, sehr geil. Hallo, Jokti. Jokti. Hey, Jokti, darf ich dir was sagen? Jetzt kommt's. Mhm. Jetzt ab. Ich muss was warten, ob sie ja oder nein sagt. Oder ob ich sie. Okay, bitte. Jokti, ich war gestern beim Einkaufen. Da war eine Frau an der Kasse mit Maske, ne, wie man es halt eben kennt. Und ich mache sowas nie. Ich überhaupt nicht. Ich bin dann sneaky hinterher gefahren und habe gefragt, ob sie die Maske ablegt. Und ich sag's der Jokti, das war deine Doppelgängerin. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass du arbeiten müsstest, ich hätte dir angesprochen. Das war 1:1, du. Jokti, das war so krass. Das war so krass. Ich habe mir getraut, nach einem Foto zu fragen, aber. Wenn ich nochmal sehe, Jokti, ich mache ein Foto, das war so heftig. Das ist voll creepy, Fuchs, mach das nicht. Das ist voll creepy. Frag nicht Leuten, ob du ein Foto von ihnen machen kannst, Alter. Vor allem nicht Frauen. Als hey, die Frauen, mach sie aber einfach heimlich. Wow. Aber es ist ein T3, habt ihr, Rikuk? Du hast die Kings. Lol. Vielleicht frage ich einfach nur, ob. Entschuldigung, ich kenne da jemanden, der sieht den unglaublich ähnlich, ja. Da schauen sie her, ne, die Fotos, ne. Connecten Sie sich mal bitte mit ihr. Jogeti, ey, das war so krass, also wirklich. Wahnsinn. Ja, solche Art Jurid, ja. Die brauchen wir eh hier, die kleinen Scheiß sicher, ne? Ja, Scaraps. Rike, ich bin der Tank, okay? Entschuldigung. Mann. We need them Scaraps, baby. Oh, so Scaraps, Muni. Oh. Ich würde, Muni, ich würde dir Scaraps so verwöhnen, ich sag's da. Voll geil. Stefan, du kriegst einen Scaraps-Burger von mir. Oh. Weißt du, statt da kommen die Ribs, dann kannst du das Boneless rausziehen, dann kommt einfach nur die Rippchen am. Aufs, aber, ich hab die mal gesehen, wo du gemacht hast, die Spare Ribs, die waren richtig geil. Sobald es geht, Muni. Ich sag's da. Ha ja. Aber ja, weißt du, jetzt ist ja dann eh, in 3 Wochen kriege ich meine 2. Impfung, Fuxi. Mhm. Und dann bin ich ja Bürger erster Klasse, weißt du, dann darf ich ja alles machen. Dann darf ich wieder ins Kino und dann darf ich wieder raus und so, bestimmt. Gezett. Pet. Danke. Gezett. Ob ich immer erst noch Taschendiebstahl mache wegen meinem Makro, ist so geil. Ich werd so reich hier. In 3 Wochen alles closed, stimmt ja. Außer beim Impfwuchs. -5 Stärke, -5 Willenskraft. Insane. Geil, Alter. Hä, aber warum ist das so Elite-Ding droben? Hm. Jetzt hast du es, ich hab's hier so bekommen, ja. Aber es gibt einen Arsch voll Ausdauer. Genau, die 13 Ausdauer sind halt eben das Interessante. Was bringt eine Stärke bei einem Krieger? Damage? Eigentlich nichts. Eigentlich vergeht die ja. Brauchst du eigentlich nicht, ja. Stamina ist eh viel cooler. Erhöht die Gesundheitspunkte. Ja, aber da wir halt eben immer zu zweit Level Muni ist, hat die Ausdauer wahrscheinlich ein bisschen. Ausdauer ist immer ein Scheiß-Dead. Echt? Ja, zum Level ist Ausdauer, finde ich nice. Ja, aber wie? Du lieber Damage-Sets mit als HP. Ja, aber bestimmt, wir sind ja zu zweit. Das ja, wir brauchen ja, dann Damage. Ist HP nicht so wichtig. Ich mach Damage. Das krasse ist halt, wenn der Muni dann mit seinem Hinterlader kommt, das ist halt vorbei. Womit kommt der? Mit seinem Hinterlader. Oh. Mit dem Hinterlader. Sollen wir die Mobs hier links auch machen? Weil wir brauchen alle. Bitte, wir clearen. Und immer ein bisschen auf Knödels Mana achten. Hm. Hast du das im Blick, Ben, gell?
Ja, ich bin gerade echt voll happy, würde ich sagen. Schöner Nachmittag. Richtig chillig. Mein, vor allem, wenn wir alle Zeit haben. Ach Gott. Ich bin da zu sentimental, wir müssen aufhören. Das ist, Fuchs weint gleich. Das ist Community. Wie ist es unser Treffen immer bei Random Ranked Steps? Der Community-Abend. Ja, das ist Community-Abend, ist es. Bei der Community-Manager, keck weh. Ja, endlich siehst du es ein, machst keck weh, Alter. Ja, ja, muss man machen, ne? In der heutigen Gesellschaft, ja. Ja, ja. Hier ist eine gefährliche Stelle, by the way. Danke, Moni, ich war, ich bin zum ersten Mal hier. Ja, ja, ich wollte noch sagen. Ja, jetzt lachst du, Fuchsi. Gleich rennst du da davor und pulsch alles. Ich kenn dich doch. Ja. Oh oh. 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 Der geht zum Brunnen. Kommt mal hier hinter, kommt mal hinter. Hinter die Kiste, hinter die Kiste. Ja, die kommen jetzt alle. LOSen, LOSen, LOS. Oh mein Gott. Ich mach große Bombe rein. Alles gut. Oh, ich wurde unterbrochen. Oh nein, ich bin gefrockt. Knödel ist auch gefrockt. Ja, ich seh's. Killt mal den jetzt zuerst, bitte. Totenkopf. Ich buff euch mit Angriffskraft. Buff uns mit Ankerkraut. Okay, nächster Target. Oh ja. Hallo Kati, hallo Melli. Guten Abend, also guten. guten Lunch in der Lunch. Ja, guten Lunch in der Lunch, ja. Okay, Knödel ist oben. Careful, Guys, jetzt, careful. Knödel hat Aggro. Da, ja, auf Totenkopf, Totenkopf. Ich bin der Frosch. Ich bin auch Frosch. Warum sind wir alle Frösche? Sind nicht bei Crafts Army? Hat er die Frösche noch? Ah ja. Da wir sind hier im Underwater Squad. Leck, ich kenne mich mittlerweile so gut auf Twitch aus. Muni, wo warst du gestern? Twitch durchgespielt. Ja, ich habe gestern Abend habe ich gestreamt, Kati. Ich war gestern impfen, weißt? Corona. Und es hat sehr lange gedauert dafür, dass es eigentlich nur 10 Sekunden eine Spritze gibt. Cheers, Bro! Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Bin ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich war ich nie. Dankeschön, Derry, für die 100 Bits. Und für den Ohrwurm, du Bengel. Nee, Morty. Der geile Stoff haben wir gekriegt. Ihr kommt mal alle hinter diesen Stein hier. Den geilen Impfsaft in den Körper gespritzt, Morty. Mm. Alter. Super. Ich sag ja, 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 du bist der schönste Fuchs. Ich sag ja, ja. Ja. Du hast doch genug Wasser. Was? Ob Knödel genug Wasser hat. Ich habe gerade einen großen Maler dran gegeben. Also zum Regen. Hab ich, okay. Oh Leute, wir hatten da wieder so einen dicken V8 vor der Tür. Das war bei mir. Alter, der Ben wohnt wieder in der Nobel. Ja, mein Gärtner hat wieder platziert. Ja. Auch nicht zu mir laufen. Mit dem Anwesen. Auto durch die Gegend. Putzig, ja, Mann. Aber dann kannst du nicht mehr gut sitzen. Ich glaube, Arm ist schon die richtige Entscheidung. Musstest du die Impfstraße durchlaufen? Nee. Das war ein mobiles Impfteam. Das war bei uns auf Arbeit einfach, weißt du? War relativ chillig.
Wie war es eigentlich vorgestern auf der Arbeit mal? Oder war es am Freitag? Oh, Freitag war es, oder? Ne, gestern war es. Gestern, ne? Gestern Abend. Ja, eben, ne? Wie war es? Erzähl, war alles gut? Achtung, der Edit. Pass auf, der Edit. Also manche Grits, das ist ja schon geil, dass das so richtig reinkritzt. Ich hoffe so sehr, dass ich diese Sultras-Waffe da bekomme, das wäre so geil. Okay, alles klar, Mel. Alles klar. Wollen wir die da hinten alle mitmachen? Also die beiden? Wir machen alle, Fuchs. Wir brauchen alles. Nice. Aber das Baumfall hat gestern schon besser geklappt, ne? Das war gut. Rein, raus, easy. Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab selber gestreamt. Oder ich war, ne, mittags war ich nicht da. Wofür hast du denn gefällt? Für meine Osterdekoration. Ach so. Mhm. Fresh, fresh. Ja, das steht jetzt schon hinter mir schon aufgestellt. Der Baum. Was ist das? So Birke. Halt, da kommen dann so ein paar Ostereier mit dran. Oh, Birke ist Edelholz, oder? Nice. Ja, eben. Das haben wir gestern auch schon gesagt, ja. Das war gut. Besti, ich sag vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gönn dir bitte heute einen richtig guten Wurstsalat. Mach dann schönen Sonntag und dir einen schönen Tag. Dankeschön. Ciao, Kakao. Ciao, Besti. Mach's gut. Unbeschädigte Skarabäuschale 1 von 5. Was ist denn das? Sag mal. Ha, das ist unbeschädigte Skarabäuschale. Alter, okay, das ist insane. Alter, aber kriegt aber echt nichts zusammen von den Quests, gell? Echt, die uns verbindet einiges. Weißt du, das ist halt. Glaub mal das. Ich merk mal das, was wir so uns unterhalten. Das ist mal wichtig. Genau, so ist es. Ich habe der Ehre, schön, dass du da bist. Hello, hello. Fussel, musst du eigentlich oft Pfeile kaufen, sagen wir mal? Es geht. Also, ja doch schon oft. Aber die kosten nicht so viel, ne? Ja, nee, ich glaube, die Pfeile, die ich jetzt habe, das sind gezackte Pfeile. Ich glaube, die kosten 2, 3, 4 Silber oder so. Wie viel Stück? Einer oder? Nee, ein Stack. Und ich habe, glaube ich, gerade aktuell 2500 Pfeile. Alter Schwede. Ja, ich habe mich vorbereitet. Ja, aber das brauchst du auch, gell? Ja. Mhm. Bist ja voll das am ist aber als, das ist aber halt auch sowas, wo ich echt schade finde. Das ist sowas, was wir aus Retail rausgenommen haben. Pfeile waren immer cool, gell? Das waren ja auch. Ja. Ja, obwohl es schon auch ein bisschen nervig, ne? Nimmt halt also auch Platz im Inventar weg und so. Ja, eben. Nur einmal, wenn du einmal Raiden warst und du hast irgendwie keine Pfeile mehr gehabt, war es nicht mehr so cool. Ja, das ist wirklich, also... Sie hätten ja eine eigene Pfeil- oder weißt du, ein Köcher-Dings machen können für Hunter. Ja, ja. Ja, ja, das wäre cool. Gehört auch schon zum RP ein bisschen dazu, das stimmt schon. Ja, zum Fühl, gell, zum Fühl. Ja, das, ich finde das bei Rogue zum Beispiel auch voll geil mit den Giften, dass das ein, quasi auch ein eigener Beruf ist, dann Schlossknacken noch ein eigener Beruf. Ja, so, dass, halt ja dass, du dich so, dass du dich so vorbereiten musst, ne, das finde ich halt auch ganz geil. Dass du immer wissen musst, okay, alles klar, ich gehe gleich in die Instanz, okay, ja. Ich brauche Fleisch für mein Pet, ich brauche, ne. Pfeile und so, das finde ich ganz cool. Reisch. Hast du heute nichts zum Essen gehabt, Mumi, oder was? Oh, ich habe gerade voll Hunger, ja. Toll, der Basilisken-Loot, den krieg ich wieder, weißt du? So, er gräbt, du.
Solche Mobs, die ich noch nie getötet habe, ne? Ja, die habe ich auch noch nie gemacht. Die haben mich im Stealth haben die mich gefrockt. Voll frech. Ja. Im Stealth Detection. Die haben gar kein Auge oben drüber, weißt du? Ich habe Knödel gerade Tipps gegeben, wie er besser heilen kann. Und zack, keine Mana-Issues mehr. Hast du gemerkt? Nie wieder oben der Knödel. Nice, bist du ein guter Spieler. Sein Ratgeber bist du, Ben. Hast du dem gesagt, niedrige Ränge oder was? Ne, einfach nur Healing Touch nutzen. Keine Hots nutzen. Ach so. Ja, okay. Insane. Was ist mit dem Mob da oben? Oh. Oh, ich hab Basilisken geholt. Hm. Ist ja Muni-Salut. Nee. Boah, eine Robe. Alter, Int-Ausdauer des Adlers. Weißt du, wie viel die wert ist im Auktionshaus? Die ist auf jeden Fall echt ziemlich wert. Ist jetzt crazy, Card. Die ist jetzt echt crazy. Schnell, brauchst du die anzumöchte ich für mein Heal-Gear mitnehmen? Die Robe? Ich hab grad nicht. Ja, klar. Die ist für meinen Mage. Die brauche ich für meinen Mage. Komm, die droppt jetzt. Die kriege ich jetzt. Ich muss einfach ein bisschen Heal-Gear mitnehmen. Ja, so langsam wird's Zeit. Als ob du das nicht verkaufst, Bengel. Hey, nein, ehrlich nicht, ohne Spaß. Ja. Ich kann dir meine Bank zeigen. Da ist schon mach Screenshot drauf. Nachher. Aber ja, mach ich auch. Mach ich auch. Leck, habe ich den gediebstahlt. Ungehinderhaltet. Direkt anlegen. Direkt anlegen. Neidern dauernd. So geil, ey. Jetzt ziehst du gleich an. Ich muss noch meine 900k irgendwie wieder reinholen, die ich verloren habe. Was hast du verloren? Nix. Was hast du verloren, Ben? Was? Meine Unschuld. Die hast du schon lange verloren. Doch überhaupt gar nicht. Ich spare mich auf, Fuchs. Nein. Bist du Hochzeit, oder was? Das glaube ich dir nicht, weil unsere Freundschaft. Das. Nee. Du meinst, weil ihr schon zusammen im Bett geschlafen habt bei der Gamescom, Fuchsi? Ist da was passiert? Ein bisschen schon. Bin schon näher gekommen auf jeden Fall. Also. Hallo Basti. Ja. Okay, pass ein bisschen mit AOE hier auf. Ich mach AOE-Tont. Ich kann voll das vor reinbratzen jetzt. Nee, ich hab kein AOE. Kackviecher. Mach AOE-Muni. Wie? Klingenwirbel. Tell me how. Ich hab kein Klingenwirbel. Wait, spielst du nicht Comet? Ah, nein. Hallo Clarity. Huhu. Servus. Ah, komm her, du Scheißvieh. Das war übrigens damals ein Moment, Ben. Ich möchte echt nicht jetzt mal so großartig in diesen alten Geschichten erschwellen, aber das war einer der. Das war wirklich ein sehr. Wie nennt man das? Im Gedächtnis gebliebener Moment zwischen uns beiden. Dass ihr nebeneinander im Bett gepennt habt. Ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Entschuldigung, dass ich so sage, so fame gefühlt. Nee, beim Ben. Der ist so lost, Alter. Und der macht den IRL-Stream an und da waren so viele Leute. Und ich dachte, Alter Schwede. Das war richtig schön, muss ich sagen. Das war schon. Da habe ich noch Frontpage gehabt, das weiß ich. Da habe ich mich aber wundert, warum so viel los war von der Gamescom. Da haben wir genau online gegangen, wo ich gerade die Frontpage hatte. Ach, scheiße. Damals. Da den Mob looten für die Schrifttafel. Ich glaube, es haben alle. Und die kleinen Kackviecher looten, ne? Okay, ich pull jetzt immer so ein paar Viecher hier. Bitte wartet kurz mit Damage. Wie laut schnarcht Fuchsi? 120 Dezibel ungefähr, wie so ein Flugzeug. Meine Antwort darauf ist einfach nur ja. Weil es war. Okay, könnt. Also es ging. Ein Tag war okay, ein Tag war richtig furchtbar. Da habe ich echt überlegt, ob ich mich mit Micha zusammen in die Küche lege. Ja. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben nur eine Nacht zusammen gehabt. Was redest du denn da? Wir hatten zwei Nächte. Ja, aber in der einen Nacht ist ja Kevin einfach immer Bett. habe ich einfach reingelegt und habe ihn wieder rausgeschmissen. Den Bengel. Und bei Rieke war es gerade das Gegenteil. Ich habe die nicht mal atmen gehört. Ich dachte immer, die stirbt. Ich war tot. Als hat sich immer so angestimmt, dass darum leben ist. Ich habe immer so das Handgelenk vor die Nase gehalten. Weißt du, ob man noch was spürt?
Um Gottes Willen. Aber Muni habe ich auch nicht gehört. Also Muni war auch ja. dead. Komplett dead. Ja, Muni war K.O. jeden Abend. Ich, ja, das strengt mich übel an, Gamescom. So viele Menschen und Laufen und ah. Das ist doch gerade das Geile, Muni. Das ist aber auch das Anstrengende. Geil, aber auch was? Anstrengend halt. Aber das ist wieder ein Sport. Ja, ich glaube, ich bin auf der Gamescom so viel gelaufen wie im restlichen Jahr zusammen. Und das ist nicht mehr übertrieben. Nein. Aber der Strand war halt schon gut, dass wir uns da ausruhen konnten und. Der Strand war mega. Erfrischungspause uns gegönnt haben. Erfrischungspause vor allem. Wir waren da 3 Stunden. Wir waren den ganzen Tag. Den ganzen Tag? Ja. Ach Gott. Hä, warum geht er nicht down? Das sind Bluttrinker, die machen ab und zu so einen Hit, damit die sich heilen quasi. Ah. Also die leechen quasi meine HP. Fuchs, du machst jetzt immer Thunder Armor drauf, okay bitte. Aber was? Thunder auf alles. Auf die dicken Mobs vor allem halt. Kann, was ist denn Thunder Armor? Aussprechen? Na, was ist Thunder Armor? Thunder Armor. Thunder Armor. Thunder Armor. Thunder Armor. Thunder Armor. Sandan entwickelt sich zu Sandama. Rüstungszerreißen oder so heißt es. Ich mache jetzt auch die Mobs hier am Arsch der Welt oder was? Hä, aber ich habe auch gar nicht gestillt. Ihr werdet mir danken dafür später. Ja. Wie viele habt ihr Trolle aus Hertha? Ich habe 12. Bei mir wird es nicht mehr angezeigt, weil ich schon so lange keinen mehr gekriegt habe. Ja, Dito. Und vergessen, dass es die Quest gibt. 7 habe ich. Von was? Jetzt? Troll aus Hertha. 4. Jesus Christ. Ich habe 6. Ich glaube, wir müssen 2 Runs draus machen. GZ-Rieke. Ihr müsst auch darauf achten. Der Knödel hatte ja schon. Das heißt, wenn ihr gelootet habt, könnt ihr danach. Ah. Ein Klepper. Fussel to Asia. Yes. Ich habe im Geldbeutel immer noch die Fotos von uns übrigens. Hallo, Age Express. Ich habe Fotos in der Schublade hier rechts neben mir. Wow, danke. Ich habe die auch übrigens noch. Ich habe die neulich gefunden. Die Polaroids, das? Ja, die Polaroids, ja. Die ich habe die meinem Portemonnaie immer noch. Voll gut. Oh, ist das schön, ey. Oh. Ihr müsst jetzt unbedingt die Daumen drücken, dass jetzt hier diese Waffe droppt. Ich drücke die Daumen. Okay. Deutlich für mich, oder was? Kann aber jetzt nee, Tasten das ist so ein Einhandschwert oder irgendwie sowas. Oder ein Zweihandschwert. Du brauchst 2 davon und dann kannst du die kombinieren. Dann kriegst du so ein Epic. Genau. Ah. Ich hab mal zu Vietek auch beim Red Parler bekommen, als ich hier gelevelt habe. Das weiß ich noch. Da war ich stolz wie ausgefallen. Ja. Der Bam hat die damals bekommen. Da waren wir hier einmal drin und sind halt beide Waffen. Hallo Sascha. Weil ich glaube, der droppt's und der andere mit dem Wolfkopf oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Was ist denn der Boss hier? Anthosal. Anthosal oder so. Anthosal, irgendwie sowas. Wie sieht der Damage aus hier, Overall? Achte ich überhaupt gar nicht drauf. Ich auch nicht. Rieke auf Platz 1, Mia auf Platz 2, Muni auf Platz 3 und Fuchs hier AFK. Mhm. Ja, wie immer halt, ne? Ich bin halt mächtig. Ich bin halt kommunikativ. Schau, Bladi kommt rein. Bladi, wie geht's dir? Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich dachte, Bladi war auch schon da. Oder war das auch gestern Abend? Gestern Abend, Muni, war das. Ich darf einfach nicht abends streamen und dann nachmittags. Ja. Weniger Alkohol trinken, vielleicht, Muni. Nee, ich hab doch gar keinen. Das auch. Muni, das macht der Impfstoff in dir. Ich glaube auch. Der macht dich gaga. Boss-Time. Oh, shit! Oh nein, ich hab da noch gar keine Ads. Ja, das ist normal. Was, sollen wir Boss fokussen oder Ads? Ja, Boss. Okay, Boss. Totem? Ich bin dabei, Rieke, ich bin dabei. Nicht weglaufen von Heilung, mir. Heilungstotem? Oberste Gebot. Aber dann kann ich dir keinen Schaden mehr machen. Ja, aber dann kann ich die Akku nicht kriegen, Rieke. Ganz einfach. Aber ich kann tot stellen. Boah, ich hab den Nigel gekickt. Die Ansagen von Muni sind so am Point.
Totem. Ja. Ich glaube, wir müssen das eine Special Ad müssen wir killen, oder? Ne, ne. Kannst du ganken? Hab. Aber ging trotzdem durch. War zu spät schon. Totem. Weg. Und noch ein Boss. Hinrichten, hinrichten. Durchziehen. Durchziehen. He dead. Ah. Mächtig. Was ist das? Was ist das? Oh, ich hab Ausdauer, keinen Willenskraft. Tank, Tank, muss man nicht drüber reden. Du willst alles haben! Ja, du ob ich Tank, Tank, Stamina und Wille, what? Alles sind Loot. Ja, du machst eine 100. Warum bin ich basiliskisiert? Ah ja, kann ich sagen. Was willst du denn überhaupt mit dem Stamina in der Kriege? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar keinen Hals. Oh. Das ist eindeutig Hunter-Item. Ja. Das war gestern, das ist hier, hat schon recht. Ja, Enzigil. Das ist halt echt so. Oh, ich kann ihn gar nicht mehr traden, weil wir Need gemacht haben. Fuck ja, me. Richtig, aber ist egal. Zieh ihn an. Soll ich den jetzt wegschmeißen? Einfach? Gleich anziehen den Hals. Hey, stopp, 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 da hinten ist mal Ed. Was, da ist noch ein Ed? Ja, bitte, da hinten. Was kann noch jemand den großen Kroko hier looten? What the fuck, wo kann er hin? Und ist denn ein Troll da hinten, oder was? Ja, brauchen wir auch. Ja, da ganz hinten oben ist auch noch einer. Da ganz hinten oben. Ja, jetzt geht's aber los hier, ne? Also, wir haben gesagt, wir machen Clear Run. Das heißt, wir machen alle Mobs spinnen. Ja, um 17 Uhr ist Formel 1, ne? Also, bis dann werden wir nicht sein. Oh, das ist sehr interessant. Schaust du das wirklich an, Ben? Nein, Fuchs, ich hab das ja nur aus Spaß gesagt, dass ich 17 Uhr weg muss. Er muss da selber fahren, weißt du? Er muss da bis fertig sein. Nee, aber interessiert dich das wirklich? Ja, ja, voll. Hättest du mal Interesse, mit mir zum Formel 1 Rennen zu fahren? Sehr, sehr gerne, Fuchs. On Stream, wirklich? Ja, wirklich. Okay, nice, perfekt. Dann hol mal den links da oben links. Gut, Rieke, sehr gut. Nice. Da klopft er auf den Tisch. Nice. Ja, aber gibt es überhaupt jetzt aktuell zu Corona-Zeiten, kann man überhaupt zum Formel 1 rennen? Nee, nee. Also in manchen Ländern ist das ja ein bisschen anders. Auch generell die Corona-Regelung ist ja ein bisschen anders und so. Ja. Und da ist halt schon, dass die sagen, ja, wir machen halt zumindest so ein Drittel voll oder so. Damit die halt ein bisschen Einnahmen generieren können. Also da, ich möchte jetzt echt nicht irgendwie so blöd rüberkommen, aber aufgrund der Tätigkeit und aufgrund dieses Presseausweises und aufgrund dieser Sonderregelung haben momentan nicht so viele Einschränkungen. Das ist schon schlecht. Upsi darf alles machen. Der ist super Spreader jetzt. Ich schau ja auf. Ja, ja. Watch out, gell, the neighborhood. Ja, ja eben, ich schau immer auf mein Neighborhood. Mei. Du infizierst deine Neighborhood, Alter. Mein Nachbar hat mich letztens auf den Zeitungsartikel angesprochen. Das war sehr unangenehm. Oh! Was für ein Zeitungsartikel? GZ-Muni. Danke. GZ. Ja, was hat er bekommen? Level up. Level up. Ach so, GZ. Was für ein Zeitungsartikel? Ja, Fuxi, was denn für ein Zeitungsartikel, Fuxi? Erzähl doch mal. Die lokale Zeitung ist halt auf mich zugekommen und wollte nicht wissen, was sie so macht, etc. Wait, die sind wirklich auf dich zugekommen? Ja. Ah. Und jetzt war er halt im Radio. Da kommt ein Basilisk von hinten. Ach so. Und aufgrund dessen, weil die auf mich aufmerksam geworden sind, bin ich halt jetzt wieder ins Radio gekommen. Und zu mir im lokalen Fernsehsender. Okay. Jetzt macht alles einen Sinn. Ja. Selfie läuft, Knödel. Kann ich Anregen haben? Nein. Warum nicht? Nein. Oh Mann, aber James, der Name steht überall mit dort. Ich sag's dir. Das war vielleicht doch ein bisschen viele. Damage, guys, come on, Damage. Oh, ich muss niesen. Oh, nicht zu mir laufen. Ich hab noch eine Bombe, die benutze ich jetzt. Die benutze ich jetzt, Achtung! Bam! Nice. Überall. Ja, Jesus Maria! Ach so, Fuchs, Rieke, mach mal einen scheiß Aspekt aus, Mann. Was ist los mit dir? Oh, Rieke. Ich hab kein Mana, um zu wechseln. Ich hab kein Mana. Ich hab die ganze Zeit geslowt, Mann. Das Hardmode ist das Hardmode. Scheiß Rieke, ey. Okay, ich hab 4 von 5 Schalen. Same. Aber da kommt noch genug. Ja. Den Knödel behalte ich mal selber. Hier, Rieke. Danke. Oh, mega gut. Der Ben will die Schalen. Oder Schellen.
Auf der anderen Seite. Da klopft er wieder. Lol. Muni, hör auf, immer sowas zu machen. Nee, ich mag das. Jöll, Jimmy. Du musst es, glaube ich, zweimal machen. Oder dreimal, Muni. Du brauchst drei Vergrößerungen. Das wär smart. Vergrößerung wofür? Ja, und jetzt nur einmal, ja genau. Und dann immer mehr die Augen. Vergrößerung wofür? Ja, war gut. Ja, aber das ist echt eine gute Idee. Ich müsste noch mehr reinzoomen, gell? Ja, ja, aber... Und eine ist voll auf dem Nasenloch. Ja, genau, ja, ja. Ja, und, ja. Dann machst du bloß Auge, richtig. Und dann kannst du nämlich das wieder als deine Emotes verkaufen, ne? Ah, Moni, ich sollte einfach... Du solltest einfach Manager werden, Fuxi. Ja, ich würde es auch sagen, ja. So von smart. Von Mark, ja. Nee, alles gut, Knödel. Oh, danke. Das bin ich, Derry. Aber weil das mit Tischtennisbälle klingeln, weil die Ostereier dort liegen. Ich hab fünf. Ich hab auch fertig. Na, ich brauche noch ein bisschen was. Ich glaube auch, wie das Fuxi regelmäßig tut, wenn ich ehrlich bin. Ich auch. Ich glaube auch. Big Ball, Big Ball, Big Ball. Oh shit. Was tue ich, Ben? Dass du nicht regelmäßig lootest. Ich glaube, du bist ja jemand. Ich loot alles, ich sag's da. Okay. Okay. Mach mal Fokus-Target hier. Ey, das sind drei Heiler, Guys. Das wird, Ja, ich mach die Dinger schon. Die Totems. Alter, wir sind Totems schön, das draufkloppen. Oh Mann, nicht hier hin, bitte. In die andere Richtung, Ben. Nee, kann ich nicht. In die andere. Ja, hier bleib ich jetzt stehen. Ich bin Hunter. Ja, ich bin doch jetzt hier stehen. Lass doch mal nach links, Meter. Ich bin Jäger. Ich bin Jäger. Nächster Totenkopf. Der Lobby, oder? Ja, ja. Okay. Voll. Waffen, Gifte. Oh ja, Gift ist ausgelaufen, Guys. Oh, lange dauert. Das ist ja Wahnsinn. Nein, aber gerade eben, das muss gerade eben passiert sein. Gerade eben hat er. Ja. Schon nicht so lange her. Gerade vor dem ersten Boss war das schon, ja. Nein, ich habe schon einmal nachgegiftet in der Ini. Also, das kann echt erst gerade eben gewesen sein. Kicken? Ich bin auf dem anderen. Wer kann kicken hier überhaupt? Nur Muni, oder? Ja, aber das braucht 25 Energie. Das habe ich nie. Ja. Klassik ist halt so geil. Das haben wir gut gemacht. Okay. Das haben wir richtig gut gemacht, ja. Wie viele Gräber machen wir auf? Alle. Aber hier hinten sind noch Skarabäus und die brauche ich noch. Ich habe noch nicht alle Schalen. Was brauchst du noch für Tiere, Fuxi? Schalen. Nein, was für Tiere? Skarabäuse. Skarabäuse. Ja. Okay, bitten wir noch ein paar Skarabäuse. Hä? Ja, die fahren mal bei. Sonst die Mehrzahl von Skarabäus. Skarabäen. Okay, damit würde ich. Okay, das. Okay, ja. Das kannst du da einbauen als Satzverstärkungswort, Fuxi. Nee, ich habe da mittlerweile viel, viel bessere Methoden, Muni. Aber ich hab echt richtig Angst. Okay. Ich sag's da. Entschuldigung. Ich hab Angst. Hä, hey, vor was? Bitte wartet mit Damage und nicht heilen, wenn's ja, geht. Ja, ich mach gar nichts, ich stehe hier im Stealth. Ich popel ein bisschen. Alter, Ben. Alter. Okay. Go. Das sind wahrscheinlich schon viele. Ich mach den grünen. Alter, ich kann die pickpocken. Oh, geil. Mach bitte Damage, Muni. Scheiß auf deinen Pickpocken, ja. Ja, ich hab das ja nur im Makro. Ich geh jetzt nicht alle durch, keine Sorge. Was ist Pickpocken? Krankheit. Das ist eine neue Krankheit, ja, was die hier machen. Pickpocken. Okay. Wenn ich versuche, den zu kriegen, das ist schwierig gerade. Die Krankheit ist am Arsch. Ich glaube, wir machen das doch nicht so mit den Gräbern, ha? Warum? Wir haben irgendwie keine AOE halt. Killt mal den toten Held hier, der schon fast los. Mach mal Wirbelwind, Fuxi. Weißt du, AOE ist. Hab ich nicht, weil wir nicht oft genug im Kloster drin waren. Aber ich könnte natürlich jetzt Wirbelwind machen, wenn wir nach Audern. Wie bitte? Du hast keinen Wirbelwind gekauft im Lehrer? Das habe ich nicht als Furorkrieger. Als Waffenkrieger, Entschuldigung. Okay. Doch, ich habe Wirbelwind. Schon sagen. LOL! Drück den Pfeil auf CD bitte. Hallo, Herr Maulwurf. Du bist locker erst am Damage gleich, wenn du das Ding einfach auf CD drückst. Ich benötige besser. Doch, ich bin in der besseren Haltung. Jetzt warte mal. Okay. Level 45, hat gerade mal ein Drittel der Skills in der Leistung. Ich stell mir dann immer vor, weißt, stell dir vor, jetzt schauen diese richtigen Elite-Classic-Andys zu, weißt du? Ja. Diese richtigen.
Elite Classic Andy so. Ja, da haben sie aufs X gedrückt, ist keiner mehr da. Okay, MDW sind ausgelaufen. Nur Ben hat noch eins. Das probieren wir jetzt mal aus mit dem Ding. Zack. Ja, Abfahrt, Fuchsi. Blutas. Fuchsi hat nur Auto-Attack und Verbände in der Leiste. Boah, wow, Alter. Na, whole new world, oder Fuchsi? Alter, okay, das ist smart. Ja, aber weißt du, die können, ja gern zuschauen. Also weißt du, wenn ich jetzt mit oder die sehen kann, ich habe aber. Ja. Na ja. Danke. Weißt du, die wissen ja, dass du halt einfach ein krasser Typ bist und ich bin dann einfach bloß in der Random. Ja, ja, das wissen sie auf jeden Fall, dass ich ein krasser Typ bin. Ja, Muni ist ein richtig krasser Typ. Das wissen die, safe. Das hat sich schon lange angesprochen. Ich finde das vielleicht schon. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie du ja damals eigentlich so mit YouTube angefangen hast und dass du das immer noch machst, immer noch mit WoW, 10 Jahre lang, das ist halt schon krass. Noch, ja, noch. Also das ist halt schon... Immer noch mit WoW, ja. Die Rike hat mir heute Designentwürfe gezeigt, Guys. Und ich find's schon voll schön. Ich freue mich schon voll, wenn das alles... Wenn ich das euch alles zeigen kann. Ich muss mal ganz kurz fuden. Sorry. Okay. Können wir gleich eine Pipi-Pause machen? Muss mir neues Wasser holen. Mhm. In-game oder IRL? In-game. Nein, in IRL. Ja, ja, klar. Ja, ja. Gut. Du bist ja auch hier beim interaktiven Podcast, weißt du? Eigentlich kannst du die Augen zumachen. Du brauchst ihn nicht in der Bildschirm. Spannend, ich genieße es einfach. Ich stell es dir vor. Ja, okay. Nicht zu sehr. Wir machen dann halt nur zwei Gräber oder so jetzt. Macht alle vier. Okay, vier kann man. Oh! Okay, eins mache ich noch. Okay. Oh! Okay, Fuchsi, jetzt Abfahrt hier. Oh. Ja, habe ich gerade gemacht, da sind alle entkommen. Matti fürs Rebranding. Da sind echt welche auch entkommen. Branding. Sorry, aber die müssen laufen gerade ganz komisch, die Viecher. Ja. Ich kann sie alle mal spotten, wenn mir das was hilft. Warum sagst du mein Gott, Rike? Weil Ben die ganze Zeit zu mir rennt und ich hatte Weil Rike, du hast die ganze Zeit wieder weglaufen muss. Hey, ich dachte, Rike ist AFK, wieso ist sie da? Nein, ich gehe gleich. Ich wollte die Gruppe noch mit euch machen. Ah, okay. Ja, jetzt okay. Mein Gehirn weiß. Alter, wie geil ist dieser Bierbewind? Ja, Alter, holy shit. Boah, Fuchsi. 12, ey. Alter. Insane. Morty Forty, dazu sage ich. Ja. Einfach nur ja, Morty Forty. Hallo Edward, herzlich willkommen. Brauchst du nur dann Content dafür, Muni? Nein. Ich habe nämlich gestern von einer Dame eine Anfrage bekommen, was heißt eine Anfrage, eine Danksagung bekommen über das, was ich gemacht habe, weil die das als ASMR sehr gut finden und möchte es gerne professionell so weitermachen. Die hat anscheinend einen ASMR-Account, irgendwie sowas. Aha, aha. Von wem war denn die Anfrage? Kurz, Afka. Das war halt wahrscheinlich eine Zuschauerin. Ah, okay. Und ich habe halt die Dinger halt eben zerstochen. Weißt du, diese Luftballons da? Ja. Und es hat dann so knistert. Ah, ja, ist schön, gell? Mhm. Ach, und dafür hat sie sich bedankt, dass du das gemacht hast, damit sie das jetzt für ihre ASMR nutzen kann. Diese ja, richtig, ja. Ja. Boah, ich will in dieser Welt langsam nicht mehr leben, ehrlich, ey. So eigentlich. Ich habe auch Anfrage gemacht, ob ich nicht Ernährungscoach werden möchte. Oder Ernährungsberater. Weil ich ja immer so gesunde Sachen koche. Also da kommen wir. Das sind schon sehr interessante Anfragen dabei. Fuchs, das machst du bitte nicht, okay? Nee, ich habe gesagt, das mache ich nicht. Okay, gut. Fuchs muss real bleiben, okay? Als dein Real-Life-Freund rate ich dir davon dringend ab. Dankeschön. Nee, aber ich sehe mich auch nicht so. Also, ich weiß nicht. Na. Das bitte nicht. Das stimmt, hallo. Hallo Rike! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Hast du es auf ZF, Rike? Wir sind schon drin. Ja, ich komme gleich. Ich habe einen krassen Hunter, der Akku zieht. Ja, ja, das der kann ich gut. Achso, nee. Ihr wollt ASMR, ne? Moment, ASMR? Oh, hört ihr gar nicht. Doch, ein bisschen plätschern hört man es.
Ich wollte es plätschern lassen. So ein Pingel. Hast du uns mit aufs Knochen genommen, oder was? Ich bin gerade auf Toilette mit euch. Nee, Blutask, weil der Fuchsi, der schmückt gerne ein bisschen aus, weißt du? Und wenn er jetzt hier mal erzählt, dass er Mandarin kann oder da mal, weiß nicht, dass er Astronaut ist, dann ist das nicht so schlimm. Aber wenn er dann Ernährungsberatung gibt und er fängt an auszuschmücken und auf einmal werden Leute krank oder explodieren, dann ist halt nicht mehr so lustig. Und dann geht's ihm an den Kragen. Weißt du, ich beschütze ihn vor sich selbst quasi mit so einem Ratschlag. Also ich finde es jetzt ja wirklich, also als Freund finde ich es jetzt wirklich sehr, sehr schade, dass du das ja wirklich meine Abschlüsse in Zweifel stellst. Also deine Abstürze? Meine Abschlüsse. Ach so. Also ach so, du meinst die von der Uni Nürnberg, oder was? Hey, das war ganz normale Fremdsprachenschule. Kannst du Mandarin? Ja, Hochdeutsch lernen. Ja, dann sprich mal. Sag mal bitte hallo, ich heiße Fuchsi. Fussel, das ist erstens mal eine tote Sprache und zweitens ist nicht. Schon ewig lang her. Mandarin ist keine tote Sprache, du Fänger. Das ist schon so lange her. Das war einfach nur so ein Zusatzkurs, wo es da mitgemacht hast, dass du ein bisschen in der neue Gesellschaft flexen Bude kannst. Also, ja, aber du hast ein Wort sagen, Mandarin. Flex doch mal. Nee, ich möchte flexen gerade. Der Bengel ist so lost, ey. Ja. Don't change a never running system, ja. Okay. Ich bin wild, ehrlich. Fuchsi, du bist der Beste, ey. Ace Lasko, danke für den Resub im 37. Monat. Herzlich willkommen. Hallo Ace, schön, dass du reinschaust. Danke, danke, danke. Aber was hast du denn in dem Kurs gelernt? Der die Fremdsprachen hat. Erstmal will ich wissen, jetzt Fuchs, gab es den Kurs wirklich? Ja. Oh. Ich habe Level Up. GZ. Ja. Warst du am Donnerstag bei mir, Muni? Nein. Okay, pass auf. Was hast du da für Fremdsprachen gelernt? Ja, habe ich doch gesagt, Altgriechisch, Mandarin. Auch Todesbar. und Latein. Warum hast du den Kurs gehabt? Wie lange ging der? Wie viele Stunden? Das waren 2 Jahre. Das war vollwertige Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondent. Das hast du nie. Du bist Maurer. Du hast doch keine Fremdsprachen gelernt. In der Abendschule, Moni. Du warst nie in der Abendschule. Selbstverständlich, doch. Da war ich in der Abendschule und vormittag habe ich mein Medizinstudium abgeschlossen. Nach 2 Jahren das Physikum. Und wieso muss man Mandarin können, wenn man diesen Beruf ausübt? Medizinstudium. Weil du halt einfach so einen Bonuskurs so belegst. Weißt du, wie strikt oder häkeln? Weißt du, es ist wie wenn du jetzt Musik studierst, du machst ja auch nicht nur Gitarre oder Blockflöte. Du machst halt noch irgendwas anderes mit dazu. Ja, Triangel. Zum Beispiel, ja. Mundharmonika. Ja, genau. Bin ja okay, ja. Boah, ich hab endlich mal wieder einen Troll-Ausherder gekriegt. I can't believe it. Ich bin fertig damit. Was? Ich hab von den. Was ist das denn ernst? Ich hab jetzt erst 11. Ich hab 13. Hallo, Lichtpuls. Wenn Knüll am Looten ist, snap ich mal sofort rein danach. Sofort. Das ist clever, ja. Jetzt greife ich rein, wenn du am Looten bist. What the 40, das ist gewonnen. Cheers, Bro. Der Fuchsi ist auch so eine Blockflöte. Das sehe ich. Der Fuchsi ist eine Blockflöte. Jawohl. Oh, Morty, das ist voll schön. Was steht da? Das steht Suppe. Bestimmt, ich hab gepupst. Nee, irgendwas mit einem Haus bestimmt. Nee. Hähnchen so sauer. Ach Gott. Heißt guten Tag. Oh.